Servus und mal wieder herzlich willkommen zu Minecraft Life in the Woods. So, wir waren dabei, hier noch ein bisschen zu erkunden. Ach ja, ich weiß nicht, das Rumlaufen macht einfach Spaß. So, einmal hier rum. Boah, wir hatten ja jetzt nochmal ein schönes Aua. Blöde Dornbüsche. Wir hatten jetzt wieder ein ganz interessantes Wochenende voller Streams. Oh je. Weil ich sagen muss, der Stream am Samstag, der war etwas merkwürdig. So ein bisschen. Wir waren ja am Samstagmittag, also wir hatten freitags gestreamt, Mr. Fail war ja da. Und Samstag sind wir dann nach Saarbrücken gefahren. Was haben wir hier noch für ein Biom? Ruckel, ruckel. Das hier ist... Oh, Sacred Springs, haben wir noch welche. Cool. Interesting. Aber wir wollten ja jetzt erstmal in dem Ominous Woods Biom bleiben. Nicht in die Giftbrühe fallen, dankeschön. Ja, wir waren freitags, nee Quatsch, samstags in Saarbrücken in einem Escape Room. Falls das jemand nicht kennt, oder habe ich schon drüber erzählt? Ich weiß es nicht. Ich erzähle einfach nochmal. Und zwar ein Escape Room, das funktioniert so. Warum ruckelt das gerade so? Ich habe eigentlich nichts mehr am Laufen, oder? Ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich einfach, weil wir hier ein bisschen... hohe Bäume haben und ein paar neue Sachen generieren eventuell. Aber sei es drum. Escape Room. Es ist praktisch so ein Konzept. Du hast halt eine Stunde Zeit, wirst in einem Raum eingesperrt und musst ein paar Rätsel lösen, um irgendwie wieder rauszukommen. Das war jetzt bei uns der Thematik von Jack the Ripper. Und da waren wir mit 6 Leuten, was eigentlich schon fast zu viel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die meisten sind so eher auf 3, 4 Leute ausgelegt. Nur, wir wollten halt ein paar Leuten hin. Aber es ist ja auch egal. Und ja, ich kann jetzt leider nicht so viel drüber erzählen, weil es ist immer blöd, sowas zu spoilern. Weil wenn man es dann gehört hat, dann... bringt es nichts mehr, da selber hinzugehen. Und wer weiß, eventuell will das ja noch jemand selber machen. Auf jeden Fall macht das immer sehr, sehr Spaß. Ist halt auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal, aber sind die Räume ein bisschen danach ausgelegt, dass man, ich sag mal, mehr so ein bisschen suchen muss. Also... Schränke, Bücher und so weiter durchwühlen und irgendwelche Schlüssel zu finden. Oder Hinweise, um Kombinationsschlösser aufzumachen. Sowas in der Richtung. Und manchmal sind es halt so ein paar mehr Mechaniken. Dass man, ich sag mal, so ein paar physikalische Rätsel lösen muss. Das gibt's auch. Aber es ist immer ganz, ganz... interessant, was man sich so einfallen lassen kann, wenn man mal so ehrlich ist. Ich mag solche Rätseldinger ja sowieso sehr, sehr gerne. Deswegen sind die Escape Rooms immer ganz cool. Hier erstmal ultra viel Wasser. Da los. Wir sind noch hier nicht in einem Sumpf. Obwohl es hier fast so aussieht. So. Das Biom ist aber auch gar nicht so klein. Wobei, sind die meisten Biome nicht. Mal gucken. Wir schauen uns das mal in Seelenruhe an. Ach, wahrscheinlich wieder gerade so ein paar Sekunden zu früh. Paar Sekunden. Paar Sekunden. Ah. Ja, da waren wir halt den Samstag größtenteils unterwegs
Und ja, haben dann abends nochmal gestreamt. Also wir sind so gegen 7 waren wir wieder hier und haben dann um 8 Uhr direkt losgelegt und wir waren um ehrlich zu sein noch so ein bisschen durch. Hat natürlich am Samstag gepisst wie eine Sau. Und ist halt in der Stadt rumgedackelt und hatte eine Stunde Fahrt hin und zurück. Da warst du dann halt so ein bisschen durch. Und der Stream war dann ein bisschen merkwürdig. Wir sind halt, also Mr. Fail und ich, mein Bruder, der Praktikant, aua, 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 ein alter Schulfreund von uns. Der Kalli und ein Kumpel von meinem Bruder. Da sind wir los. Und jo, der Schulfreund von uns, der ist halt auch weiter weg am Studieren, der war dann halt auch vorübergehend da. Der kam dann auch abends so mitten im Stream dann noch einmal hier vorbei und hat dann noch saulange mit uns hier im Stream gehockt. War sehr lustig, aber ich glaube halt für die Leute, die so ein bisschen neu dabei sind, war das nix. Wir haben halt sehr viel von uns dann halt erzählt und so ein paar Storys gespielt. Also wenn wir überhaupt gespielt haben, war es eher sekundär. Haben Minecraft gespielt, da waren wir ultra verpeilt und danach haben wir nur so Kleinigkeiten, so Browser Games und Minesweeper und so Müll gespielt. So spieletechnisch war der Stream, glaube ich, sehr, sehr kacke. Aber es hat trotzdem ungemeinen Spaß gemacht. Hat halt viel gelacht. Das ist. Muss man ja auch mal machen. Nur ich habe halt echt das Gefühl, dass das gerade für Leute, die noch nicht lange dabei sind oder die uns nicht wirklich kennen, dass das echt nicht so das Wahre war. Ach ja, ach ja. Aua. Aua, aua. Boah, warum müssen hier giftige Pflanzen existieren? Das nervt doch nur. So, und ich will noch coole Sachen finden, Leute. Los. Do it. Oder auch nicht. Ach ja, was mich jetzt noch ein bisschen ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja mitten in der Bachelorarbeit, habe ja in einem etwas mehr als einem Monat ist Abgabe bei mir und boah, die Poison Ivy sieht man aber überhaupt nicht. Und ja, das ist halt immer so ein bisschen doof, weil man dann praktisch das ganze Wochenende nichts gemacht bekommt. War jetzt wirklich der Freitag und der Samstag war komplett, was Arbeit angeht, für den Arsch. Auf gut Deutsch. Es ist halt Sonntag. Jetzt nehme ich noch für die kommende Woche auf. Da kriege ich jetzt auch nicht so viel gemacht. Ah. Das ist immer so der Struggle. Aber das hier, das macht man ja gerne und muss man halt irgendwie so ein bisschen Kompromiss finden. Aua. Deswegen, aua, bitte ich auch ein bisschen um Entschuldigung, falls es wirklich mal ein paar Ausfälle gibt jetzt den nächsten Monat. Dafür mache ich, wenn meine Bachelorarbeit jetzt wirklich durch ist und da der Stress weg ist und du kannst entspannt dich einmal den ganzen Tag nochmal vor den Rechner hocken, ohne dir Gedanken machen zu müssen, dass du noch eine Deadline im Nacken hast. Ich glaube, wenn ich abgebe, habe ich ja noch so ungefähr einen Monat vorlesungsfreie Zeit. Ich glaube, da wird gar nichts gemacht, da wird nur gegammelt und vom Rechner gehockt. Was natürlich auch heißt, ein paar Streams, ein bisschen mehr aufnehmen eventuell, an unserem Ruinenpack weiterarbeiten. Ich glaube, das wird dann das Ganze nochmal etwas kompensieren. Ah, nur gerade so ein bisschen immer. Moment. Ach Quatsch, nee, das war das Ding, wo wir vorhin waren. Alles gut. Ach, und ein bisschen müde bin ich auch. Ach Gott. Ich muss auch sagen,
so wirklich so eine Arbeit zu formulieren, das ist immer so ein bisschen merkwürdig. Ich sag mir die ganze Zeit immer, ach, schreib einfach drauf los, das überarbeitest du eh noch ein paar Mal. Und dann hockst du trotzdem eine halbe Stunde da und schreibst kein einziges Wort und überlegst dir nur, wie fängst du an, was willst du alles reinnehmen? Und dann nach einer halben Stunde überlegen, denkst dir, boah, och, weißt du was? Hock jetzt schon so lange, machst mal kurz Augenpause. Ja, dann hast du auch schon verloren. Ja, das ist immer so einfach gesagt, aber wenn man es dann wirklich machen will, dann gibt's nichts. Aber ich glaube wirklich, es ist das Einfachste, wenn du einfach mal runterschreibst und dass du das so in einem iterativen Prozess machst, dass du halt immer wieder drüber gehst, verfeinerst, verbesserst und nicht gleich in der ersten Version es perfekt machen willst. Also sonst hockst du wirklich nur da und machst letzten Endes kaum was. Aber interessante Höhle. Interessante Höhle. Jo, aber genug rumgemeckert. Ich nerv da die Leute schon genug mit. Das ist halt immer so. Hat selber so ein schlechtes Gewissen, weil man zu wenig macht und dann liegt man damit den anderen Leuten im Ohr, nur um sich dann Sachen anzuhören. Beziehungsweise, das ist falsch formuliert. Nicht um sich Sachen anzuhören, sondern damit man gesagt bekommt, ja, passt schon, bei mir war das auch so, das klappt alles schon, damit man sich besser fühlt. Weil letzten Endes ist das eigentlich total dumm, weil es löst ja nicht das eigentliche Problem, nämlich dass man nicht viel macht. Es bringt halt nichts, da dann irgendwie rumzumeckern und sich besser zu fühlen, dass du nichts machst. Boah, Entschuldigung. Aber dann trotzdem nichts machst. Und das Interessante ist halt, dass es einem voll bewusst, man macht es aber trotzdem. Das ist immer so das eigentlich Ärgerliche. Man ist sich bewusst, dass man eigentlich total dumm ist. Was trotzdem macht, weil es irgendwie emotional angenehmer ist. Ach ja, das ist die Faulheit, Kinners. So. Boah, wie weit geht's denn hier noch rein? Bei so weit geht's da eigentlich gar nicht rein. Das ist eigentlich voll der Trugschluss. Das ist einfach nur. Upsi. Ja, Bett wegwerfen, gute Idee. Es ist irgendwie so ein bisschen Trugschluss, weil das Biom hat nur so einen großen Umfang. Es ist halt nicht kompakt, es ist halt sehr ausgefranst, sag ich mal. Deswegen laufen wir hier am Rand so weit durch. Und dann wollten wir ja auch noch das Kirschbiom erkunden. Aua, aua. Aua. Aber das Poison Ivy, das ist echt so eine Plage hier. Eine richtige Drecksplage. So, aber jetzt scheinen wir einmal rundgegangen zu sein. Das ist wieder das Kirschbiom. Genau. Ha, gehen wir jetzt einmal noch so durch. Müssten wir eigentlich, oder? Das müssten wir eigentlich. Was ist hier eigentlich das Helle? Ah, das ist nur Sand. Das ist nur Sand. Ich gucke da immer gerne nochmal drüber, weil manchmal übersieht man doch was. Aber scheint nicht so. Dann gehen wir jetzt hier mal noch die Lücken füllen. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich erst nächsten Biom. Genau. In der nächsten Folge das Kirchbiom hier gutachten gehen. So. Zack und zack. Oh, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das mit dem Ruinenpaket weitergeht. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gebaut. Und zwar eine große Pyramide und eine kleine Pyramide für ein Wüstenbiome. Und irgendwie, es macht irgendwie total Spaß, sich da dumme Gegenstände auszudenken.
Ich muss aber noch gucken wegen Stories. Ich will da ja immer noch ein paar Bücher zu schreiben. Das ist immer ganz witzig, wenn man sich da einfach komplett austoben kann, Referenzen einbauen kann. Das macht tierisch Spaß, finde ich. Und wir haben noch einen Friedhof gebaut, stimmt. Hatte ich ja, aber, ja, komm. Hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass es ein bisschen blöd ist, wenn man nur diese einzelnen Themen hat, dass das dann sehr auf Biome beschränkt ist. Weil so ein Thema, das packst du meistens nur in ein Biom rein. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt immer recht gering, dass du da wirklich alles findest. Deswegen wollen wir jetzt in den zukünftigen Versionen, die wir raushauen, immer so gucken, dass auch noch ein bisschen Kleinkram dabei ist, dass man so ein bisschen die Biome, in denen das generiert, ein bisschen breiter fächert. So. Und da haben wir jetzt halt noch einen Friedhof gemacht. Das finde ich auch. Das hat auch total Spaß gemacht. Das kommt, glaube ich, in ein Roof Forest Biom, also das Biom, was wir hier direkt neben unserer Hütte haben, also neben unserem Dörflein. Und einerseits finde ich es ganz cool, weil ich muss sagen, es ist uns recht gut gelungen, das Ganze so ein bisschen verwildert und überwuchert aussehen zu lassen. Und andererseits haben wir da auch so einen kleinen Spaß drin versteckt. Eine Referenz an eine etwas bekanntere Serie. Oh, da kann man immer so einen Blödsinn machen. Das ist so lustig. Ich muss halt leider echt sagen, das macht mir in letzter Zeit ein bisschen mehr Spaß, als im Survival zu spielen, sich im Creative einfach so ein bisschen auszutoben. Autsch. Wobei man jetzt sagen muss, wir sind jetzt, glaube ich, so ungefähr jetzt wirklich ein Jahr schon hier bei Life in the Woods im Let's Play dabei. Ist eigentlich krass, ein ganzes Jahr. Was haben wir hier eigentlich noch? Das Helle. Oh, das ist, glaube ich, sogar was. Ja, das ist was. Cool. Oder Spawner. Ich will das hier nicht kaputt hauen. Quarzblöcke. Boah, die müsste man ja fast mitnehmen. Ich will das aber nicht kaputt machen. Und Lapisblöcke. Doch einmal legen. Das hier sieht so aus, als würde es noch dazugehören, weil hier so abgeflacht und reingekeilt ist. Ich buddel mal gerade hier und vielleicht finden wir ja noch was. Ist auf jeden Fall ein Redstone-Mechanismus. Natürlich habe ich jetzt meine Rüstung nicht dabei, aber ich mache mal kurz die Monster an. Da ist ein Redstone-Mechanismus. Ich muss sagen, wir hatten jetzt auch letztens, was heißt letztens, jetzt am Wochenende im Stream jemanden, der sich so ein bisschen mit Redstone auskennt und auch so ein bisschen mit Command-Blocks arbeitet. Es ist anscheinend möglich, was zu machen, wenn man in eine gewisse Reichweite von dem Ding kommt, da was zu triggern. Deswegen bin ich auch gerade noch mal kurz weggelaufen, um zu gucken, ob man da irgendwie in eine Reichweite rein muss, damit da was passiert, weil das sieht halt so ein bisschen aus wie in so eine Kampfarena. Oh, hier ist wirklich einfach. Eine Box aus Bedrock. Vielleicht müssen wir mal warten, bis es Nacht ist.
Vielleicht registriert er auch, ob du eine gewisse Anzahl von Monstern getötet hast oder sowas. Das geht nämlich alles. Und die arbeiten ja auch gerne hier mit Command Blocks. Ich laufe mal nochmal gerade ein Stück weg und gehe nochmal hin. Vielleicht war ich auch einfach nur zu nah dran schon. Und er braucht den gewissen Game Mode dafür. Ach. Ich mache auch mal auf Normal. Ich meine, unser Schwert haben wir ja dabei. Damit kommen wir ja ganz gut klar. Den Bogen müssen wir doch auch dabei haben, oder? Hehehe. Sollten wir vielleicht auch noch gucken, dass wir bei bester Gesundheit sind. Beziehungsweise satt sind. So. Ich würde jetzt gerne mal gucken, was es hier gibt. Weil das machen sie ja nicht einfach nur so. Ich will auch die Spawner nicht kaputt machen. Wir warten wirklich mal, bis es Nacht ist. Boah, ich würde zu gern wissen, was es jetzt hiermit auf sich hat. Weiß auch gar nicht, ob wir hier schon Setzlinge für haben. Von den Kirchen haben wir noch keine. Da müsste ich eigentlich mal noch mitnehmen. Moment, Moment, Moment. Den Baum machen wir jetzt mal gerade weg. Sagen, wie hoch ist das Ding denn? Was ich halt gerade komisch finde, ist, dass hier halt noch so viel Platz ist. Ich würde zu gerne wissen, was der Mechanismus hier machen soll. Ja, meistens war es ja immer so ein Spaß wie spawne einen Villager mit einem bestimmten Namen, der dir dann irgendwas verkauft. Ich mach das hier auch mal ein bisschen zu. Die Giftbrühe, wenn wir nachher kämpfen wollen, ist wahrscheinlich nicht das Beste. Noch ist nichts passiert. Warum wurde der jetzt gespawnt? Ich verstehe es nicht. Das hier mache ich wirklich lieber zu. So. Fühlt man sich ein bisschen sicherer. Mache ich auch hier so ein bisschen weg. So, dann würde ich gleich mal sagen, come at me, Bro.
Wobei, ich mache hier nochmal einen kurzen Schnitt. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Weil, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Es ist Sonntag und ich brauche noch zwei Folgen. Deswegen würde ich sagen, das nächste Mal geht's weiter. Bis dann. Tschüss.